Durch einen Treffer von Altmeister Francisco Martinez gewann die Sparkasse Fulda den 10. Benefiz Cup im Stadion der Stadt Fulda. Im Feld der 10 Betriebsfußballmannschaften siegte damit einer der Top-Favoriten. Im Finale gab es einen 1:0-Sieg gegen die GWV. Somit wird die Sparkasse das Kleinfeldturnier 2014 ausrichten. Rang 3 holte sich trotz einiger kurzfristigen Absagen wertvoller Spieler die Job AG, nach einem 3:2-Sieg über Gärtner, Flügel und Partner. Das Wichtigste waren aber die 5000 Euro, das Startgeld der Teilnehmer, das einem guten Zweck zukommt. Welchen wird der diesjährige Ausrichter und Vorjahressieger entscheiden, das Autohaus Krah und Enders. Dessen Geschäftsführer Peter Enders sagte: "Die Entscheidung darüber müssen wir erst noch fällen." Die Resonanz auf das Turnier fand Enders erfreulich, ebenso wie die Verzehrfreudigkeit der Aktiven und des Publikums auf den Rängen. 50 Kilo Pommes sind weg, so Enders. Auf dem Rasen war es ein Stelldichein vieler bekannter Kicker von früher und heute, um nur einige Namen zu nennen: Harry Yildiz, Eldar Hasic, Murat Anli aus den Glanzzeiten der Fuldaer Borussia und auch aktuellen Hessen- bzw. Verbandsliga- oder Gruppenligaspieler wie Felix Beck, Mirko Gerhardt, Peter Paljatka, Marcel Müller oder Marc Jaksch. Dass in mancher Mannschaft allerdings auch etliche Spieler unterwegs waren, die gar nicht in Lohn und Brot für das betreffende Unternehmen stehen, diese Kritik wurde, wenn auch leise, formuliert. Die größte Zuschauerschar brachte die Mannschaft der Fuldaer Zeitung mit. Sportlich gab es für die FZ-Auswahl wie immer nichts zu erben. Doch auf den Rängen sorgten die Fans des Verlages Parzella mit eigens angefertigten T-Shirts und durchdringenden Tröten für mächtig Stimmung. Und das FZ-Team hatte ein Alleinstellungsmerkmal, stellte es doch mit Viktoria Bartel, die einzige Dame auf dem Feld. Das Problem mit dem anschließenden Duschen war dann auch im Nu gelöst. Sie erhielt die Schiedsrichterkabine. Und weil die sich schlecht abschießen lässt, wurde Borussia Fuldas Vorstandsmitglied Rainer Buchhagen als Aufpasser vor der Tür postiert.